Herzlich willkommen, meine kleinen Seelen da draußen an den Monitoren. Ich bin eure Eisenseele und das da ist die Tara-Eisenseele. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ein bisschen Probleme mit den Riesen und wussten noch nicht genau, wo es lang geht. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeguckt im Internet. Der Weg geht nachher unten lang bei diesem großen Schildträger. Irgendwie habe ich den letztes Mal verpasst. Aber was noch interessanter ist, man kann den Riesen besiegen. Und anscheinend sogar immer ausreichend Pfeile hat. Deshalb, was machen wir natürlich mit dieser Information? Wir nehmen alle Seelen, die wir haben. Also die Ingame-Seelen, nicht euch, meine kleinen Seelchen. Und kaufen mir dafür gute Pfeile. Was ist denn das für ein Bogen? Ein Kurzbogen. Ah ja, das ist der, den ich auch habe. So. Da, Brandpfeile. Kauf mal 50 davon. Nee, jetzt haben wir nur einen gekauft. Okay, wir können ja für 50 kaufen. Das wird wahrscheinlich bei weitem nicht reichen. Deshalb geben wir auch noch alle Seelen aus, die wir haben. So viel Seelen, wie wir kaufen. Okay, ich glaube 99 können wir maximal mit uns rumtragen. Oh, and in one. Gegenstand kaufen. Mal 94. Goodbye. So, das sollte reichen. Und auch, ob wir den noch den Bogen noch aufrüsten können. Beziehungsweise aufrüsten könnten, wenn wir ausreichend Seelen hätten. 630, aber ich habe keine Titanitscherben. Okay, damit hat sich das erledigt. Seelen könnte ich mir wahrscheinlich noch welche holen, aber uns fehlen die Titanitscherben dafür. So, dann geht's wieder in die Kapelle der Läuterung. Dann bin ich mal gespannt, ob wir den Riesen besiegen können. Dafür würden wir 4000 Seelen, wenn ich das richtig gehört habe, bekommen. Das ist nicht gerade wenig. Das würde also unsere Investition zumindest zur Hälfte wieder zurückbringen. Mal mit den billigen Pfeilen gucken, wo wir ihn treffen können. Ja, von da aus können wir ihn treffen. Thank you.
Okay, gleich haben wir ihn. Okay, ich mache von vorne doch mehr Schaden, als ich auf den Rücken schieße. Merkt euch das, wenn ihr das auch mal versucht. So, wir haben ihn besiegt. Ist eben nur die Frage, ob wir auch da, ob er nachher wiederkommt, wenn wir da langlaufen. Wenn nicht, hat sich das gelohnt. Dann war das eine voll gerechtfertigte Investition. Wenn der wiederkommt, war alles scheiße. Teuer. So, hier hinten irgendwo muss der sein. Komme ich da nicht hoch? Nein. Einmal habe ich dich besiegt. Ach genau, deshalb wollte ich hier nicht kämpfen. Okay, jetzt finden wir gleich raus, ob der Riese noch da ist oder nicht. Das war der Grund, warum ich da nicht kämpfen wollte. Jetzt erinnere ich mich wieder. Okay, jetzt bin ich doch echt mal gespannt, ob der Riese noch da ist. Wenn nicht, war das gerade eben Zeitverschwendung. Wenn er da ist, war das eine lohnende Investition. Ja, er ist nicht mehr da. Es hat sich gelohnt. Dadurch sind hier auch schon mal viel weniger Tode. Also nur zu empfehlen, macht ihn mit den Pfeilen, gibt das Geld für die Pfeile aus. Ihr kriegt den und lauft immer wieder auf ihn zu, damit ihr den auch gut erwischen könnt. So, dann holen wir uns erstmal die kleinen Sklaven, die da oben rumlungern. Da ist noch ein Clipper.
Irgendwo muss es da nachher reingehen. Laut Internet. Ah, wahrscheinlich da hinten in diesen Säulengang. Nee. Wahrscheinlich hier, dazwischen, zwischen den Gängen. Da müsste irgendwo der... Ich kann sagen, wo ist jetzt der... Ich könnte mich versuchen, ob ich den vielleicht von hier oben auch klein kriege. Dann würde ich nämlich wahrscheinlich weniger Aua kriegen. Jetzt aber erstmal gucken, ob unten Luft frei ist. Bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ein bisschen Glück kriegt es die KI nicht hin, mich hier oben hin zu verfolgen. Komm schon. Manchmal, Pfeil und Bogen sind doch was Schönes. Gut, dass er sich heilt. Sondern nur seine Magie drauf macht. Wenn er sich heilen würde, würde das ewig dauern. Sieht den irgendjemand? Ach, da ist noch ein kleiner. Okay, Weg ist frei. Pfeil und Bogen, die mächtigste Waffe in ganz Dark Souls. So, hier muss es irgendwo sein. Genau. Und den habe ich nicht letztes Mal übersehen, den Weg. Nee, doch nicht. Nein? Hä? Dann ist es doch nicht der Weg. Das ist die Stufe nur gewesen. Ach, Mann. Wo ist es jetzt? Hier irgendwo soll es sein. Ah, hier. Jetzt. I got ya. In die Richtung. Natürlich, wir wollen ja auch da lang.
War ja. Hallo? Wer seufzt hier so? Okay, erledigen wir erstmal. Ja, genau, das war das mit dem Fluch. Ich erinnere mich. So. Okay, meine Nachricht wurde bewertet. Schön. Drüben war noch ein paar. Die können halt eklig werden, wenn ich da... Der Seite ist gut, aber da drüben gibt es ein paar Schätze, die ich nachher auch noch einsammeln will. Und ich bin mir nicht sicher, wenn ich da gegen die kämpfe, ob ich da in einem... im Sumpf so vorteilhaft wäre. Da sind noch mal Riesen. Ich glaube, ich lasse den Wachmann da erstmal laufen. Der sieht für mich momentan nicht so gefährlich aus. Okay, wenigstens ist da kein Gift oder irgendwas. Aber aufpassen, dass da nicht so wieder Klipper-Viecher sind, weil die könnten hier im Sumpf echt gefährlich werden. Okay, was kriegen wir hier? Seele des namenlosen Helden. Können wir die Tür hier aufmachen? Okay, wo sind wir jetzt hier? Okay, hier war ich glaube noch gar nicht. Heiliger Zweizack. Heimatknochen, auch nicht schlecht. Aber nach einer Abkürzung sieht das hier nicht aus. Bin ich denn jetzt hier? Okay. Was ist denn dieser heilige Zweizack? Heilige... Ist das der Vierzackflug? Heiliger Zweizack. Geht auf Stärke und Geschick und Weisheit wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich so eine Priesterwaffe.
Ein silberner Zweizack, verziert mit einem heiligen Symbol, der früher von Heiligen Klimt verwendet wurde. Er legte die Waffe ab, die sich aus dem Glauben ihres Trägers nährte, nachdem er seinen eigenen Glauben verloren hat. Fähigkeit Vorstoß, hält den Speer in Hüfthöhe und stürmt auf den Gegner zu, verwaltet dabei... Okay. Ist eine Klerikerwaffe. Oder Priesterwaffe halt. Jetzt nichts für mich wirklich, aber gut möglich für den ein oder anderen Priester-Spieler. Kapuze der Maid, Robe der Maid. Ja, das ist auch so Priester-Klerikerzeug. Ist ja in der Kathedrale auch irgendwie logisch. Sollte nicht so weit hier drüben rumlaufen. Da liegt noch was. Das könnte was Gutes sein, wenn es von dem Typen da bewacht wird. Da ist noch ein Weg. Oh. Hallo, Dude. Da ist noch ein Durchgang. Ah ja, ich weiß, wir sind jetzt an dieser Seitenkammer, wo da drüben das Kristallmonster war. Okay, hier haben wir nochmal einen Durchgang. Gucke ich mir gleich an, aber ich gehe jetzt hier erst noch schnell den Weg weiter. Theoretisch könnte das die Kapelle sein. Damit haben wir die zweite Tür geöffnet. Genau, wunderbar. Dann gucken wir uns mal an, wo es denn Aufzug hingeht. Ah, wir sind hier oben. Okay. Toll. Aber was mir das jetzt wirklich großartig bringt, weiß ich auch nicht. Oder ist hier vielleicht noch ein Versteck? Ah ja. Abgrundring. Was macht der Abgrundring? Ring, 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 Ring. Ringe? Hallo? Wo sind die? Da sind die Ringe. Abgrundring. Erlaubt einstimmend zusätzlicher Zauber auch für Kleriker. Hätte ja sein können, dass ich mit der Glocke was machen kann. Okay, es gibt halt hier den einen schönen Ring. Aber ansonsten, also der Ring ist auf alle Fälle praktisch, wenn man einen Priester spielt. Das will ich gar nicht abschweifen,
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Dann gucken wir trotzdem mal, was weitergeht. Also wir haben auf alle Fälle eine weitere Abkürzung. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wohlgemerkt, da oben gibt es den Ring. Ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist, was ich jetzt vormache, aber ich will wissen, was der da verbirgt. Okay. Nein! Okay, aber gegen den muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal kämpfen. Aber beinahe hätte ich ihn geschafft. Nein, hier kann ich ja jetzt lang. Oh, die sind auch noch da. Ich weiß nicht, ob der schläft oder nicht.
kommt das nächste Viech. Ich erinnere mich ein bisschen an den einen ersten Boss in Demon Souls. Der auch aus so vielen, vielen kleinen Schleimdingern bestanden hat. Phalanx hieß der, glaube ich. Die dann halt Speere geschossen haben. Das tun die jetzt hier wahrscheinlich nicht. Aber genau an diese Kriechgeschwindigkeit erinnern die mich. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das... Nein, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist... Autsch! Du auch noch. Okay, der bleibt wenigstens da stehen. Aber gegen die Schlammschlacht wollte ich jetzt eigentlich nicht antreten. Okay, aber ich muss an dem vorbei. Jetzt komme ich dann nicht auf das Podest hoch. I see, I see. Ich weiß ja auch, warum das beim ersten Boss so lange gedauert hat, weil der nimmt kaum Schaden, wenn er in dieser Sühnerpose da ist. Da auch noch zwei. Kriege ich von hier aus nicht. Im Wasser ist das. Im Sumpfwasser ist das relativ gefährlich, gegen die zu kämpfen. Oh, oh. Riese kommt, Riese kommt, Riese kommt, Riese kommt. Also wahrscheinlich kann ich den sogar relativ leicht besiegen. Nur im Wasser bin ich halt diesen Schleimbolzen da ausgeliefert. Dann muss ich erstmal die machen.
Ich glaube, der kommt. Wahrscheinlich kann ich die Beine als Angriffsziel nehmen. Wie ich das auch schon bei dem ersten Riesen in Dark Souls 2 gemacht habe. Komm, put. Ich sehe halt nur nicht, das ist blöde. Yeah! Okay. So, jetzt kann ich auch gegen den Kleinen da, der noch übrig bleibt, kämpfen und Loot sammeln. Eine Dranghose. Drangschulpen. Wow, was bist denn du für ein ekliges Viech? Ah, du siehst echt eklig aus. Noch ekliger als das Schleim. Komm, irgendwann muss ich doch hier aus dem Schleim rauskommen. Ja. Sieht echt eklig aus. Waha. Aber jetzt haben wir schon zwei Riesen hinter uns. Sammeln das doch auf und gucken ganz kurz noch, was hinter diesem Aufstieg auf uns wartet. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einen Heimatknochen und hauen ab von hier. Da drüben ist auch noch eins. Weil 12.000 Seelen, das ist mindestens wieder ein großer Levelpunkt. Eine bleiche Zunge. Drang-Doppelhammer. Was ist Drang-Doppelhammer?
skaliert auf alle Fälle mit Stärke. Physisch Hammer. Klingt interessant. Ein paar Hämmer der Drangritter, den Nachfahren aus dem legendären Land der Bindung des Feuers. Die Ritter lösen ihre Gemeinschaft auf und verdingen sich als Söldner, die schnell gegen ihre so schildlosen, aggressiven Tätigkeiten gefürchtet wurden. Fertigkeit Wirbelschlag, okay. Klingt interessant, ist eine Stärkewaffe, allerdings kann ich kein Schild tragen und damit ist die für mich nicht so interessant. So, was haben wir hier? Nee, nicht heute. Geben wir dafür lieber die 12.000 Seelen aus. So, wir holen uns wieder ein Stärke-Update. Welcome home, speak. Very well. Then touch Haken up. Stärke. Farewell, Ashen One. Da fällt mir gerade ein, haben wir noch genug von den, wenn wir jetzt noch weitere Seelen ausgeben. ...9.000 brauche ich für den nächsten Level-Up. Das könnte gerade reichen. Nein, noch 200. Farewell, Ashen One. May the flames go. Wahrscheinlich nur 50. Ja, dann gehen wir ganz kurz mal raus und knöppeln da noch ein paar Gegner oder so, noch die restlichen 300 oder so Seelen brauchen. Also auf 9600 müsste reichen, dann können wir uns noch ein Level up machen. Hallo, hallo, hallo. Sind hier noch welche? Schon keine mehr, da ist noch einer. So, mit den beiden schwindenden Seelen, die wir jetzt gekriegt haben, müsste das reichen. Gut. Das sollte noch mal ein Stärke sein. Da sind wir bei, glaube ich, 21 Stärke. Und sobald wir die Stärke weit genug oben... Oh, 22 haben wir da schon. Dann müssen wir weiter auf Kondition gehen, weil mir geht einfach zu schnell die Ausdauer flöten. So, gucken wir ganz kurz mal. Schlachtermesser braucht noch zwei dann. Zwei Stärke. Gut.
Wir kommen unserem Ziel für das Schlachtermesser auf alle Fälle immer näher. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt, meine kleinen Seelen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.